Hallo ihr lieben Gartenfreunde, das im Bild ist meine Alma Paprika. Natürlich habe ich schon einzelne Paprika hier weggemacht, aber jetzt habe ich das Vergnügen, etwas mehr zu ernten, um dann gefüllte Paprika zu machen. Ich bin recht froh, dass ich diese Paprika im November ausgesät habe, weil so wie unser Jahr dieses Jahr ist, werden wir noch lange auf unsere Ernte warten. Das ist Alma Paprika, habe ich im November ausgesät und hier darf ich schon langsam ernten. Und während Paprika geerntet wird, habe ich nebenbei auch sogar schon was ausgesät. Ich bin mit der Neuaussaat beschäftigt. Und diese Pflanzen habe ich jetzt noch ausgesät. Ich bin einfach mutig. Ich habe mir sagen lassen, dass diese Honigmelone nur 50 bis 60 Tage braucht. Dann habe ich hier eine späte Gurkensorte, also die sehr spät bzw. im Hochsommer sehr früh oder sehr schnell reift. Und natürlich Zimmertomaten, Wintertomaten. Ich fange jetzt damit an, weil die Tage sehr hell sind. Und dann kann ich das wunderbar mit in den Winter nehmen, so kleine Kübelpflänzchen. Und natürlich Basilik, ich habe hier den roten. Basilikum möchte es sehr feucht haben, deswegen bedecke ich diesen Kübel. Ich habe jetzt alles schön feucht gemacht mit einer Plastikhaube. Und so lasse ich dann jetzt erstmal stehen. Das ist meine neue Anzucht. Anfang Juli ist auch noch möglich zu machen. Zusätzlich zum Basilikum kann man natürlich auch Petersilie, Dill und viele andere Kräuter noch anbauen. Petersilie braucht zwar länger, aber jetzt ist der Boden sehr warm und es ist viel Sonne. Dann hat man halt im späten Herbst frische Petersilie, weil Petersilie ist frosthart. Und dann möchte ich euch noch ein Phänomen zeigen, um zu fragen, ob irgendjemand von euch sowas schon mal hatte. Ich habe extra nach der Sorte geschaut und zwar ist das meine, das sind Samen der Sorte Nibiru. Die habe ich von einer guten Bekannten hier aus Deutschland. Die habe ich letztes Jahr schon angebaut, aber es ist nicht das gewesen, was es sein sollte. Ob es mein Fehler war oder eine Verwechslung, es war auf jeden Fall ein Kuckuck. Jetzt habe ich gedacht, dieses Jahr probiere ich es nochmal mit Originalsamen von meiner Bekannten. Ich gehe mal näher. Also hier oben ist ein Wuschelkopf an Blüten. Die Pflanze ist circa 1,20 hoch. Ich zeige sie euch mal. Also hier, wie gesagt, das ist die Spitze der Pflanze, beziehungsweise hier sind zwei, ich schätze mal, möchte gern Geizlinge. Also hier, ja, das sind Geizlinge, die jetzt hier aus diesem, ich möchte nicht Mistgeburten Stamm sagen, aber fast so sieht es aus. Schaut euch diesen Stamm mal an. Also das ist, ich fange mal von unten an, eine ganz normale Pflanze, die sich von unten ganz normal entwickelt hat. Also wir sehen hier einen ganz normalen Stamm. Die Blätter sind natürlich weg. Ich mache sie immer weg. Und damit, ja, damit es hier frei ist. Und dann entwickelt sich die Tomate irgendwie komisch. Hier sieht sie noch normal aus. Und dann wird sie immer breiter. Und hier merkt man, wie das sich irgendwie breiter geworden ist. Und es wird immer breiter. Jetzt schaut mal euch das hier an. Das sind wie zwei zusammengewachsene Stiele, weil die Blätter hier, sieht man das, ich hoffe, ihr könnt es sehen, sind wie nebeneinander gewachsen. Man sieht hier kleine Rostflecken, aber das kommt von dem Metall. Das ist keine Krankheit auf dieser Höhe. Auf jeden Fall ist es eine sehr mysteriöse Pflanze. Die zwei Blätter hier wachsen nebeneinander. Auf der Rückseite genauso. Sieht es auch sehr komisch aus. Schaut euch die Rückseite an. Das sieht total wild aus. Und da ist wirklich keine Zwischenräume. Das ist ein Stiel. Und dann geht es bis hier oben. Und hier fängt es an, sich zu teilen in verschiedene Blätter und bis ungefähr 1 Meter Höhe habe ich nicht mal einen Geiztrieb. Ich habe hier auch nichts weggemacht. Ja, ich wollte euch mal sowas zeigen und fragen, hat jemand schon mal sowas gehabt? Guckt euch mal das an. Hier sieht man auf jeden Fall, das ist eine Blüte,
wo es dann so eine komische, hässliche Tomate entsteht. Ich weiß nicht, soll ich sie rausmachen, weil die Pflanze ist von sich aus eine sehr komische Pflanze. Deswegen traue ich mich hier nicht, hier was wegzumachen. Ich bin einfach hier der Beobachter, um zu schauen, was da passiert und ob das überhaupt mal was wird, weil, ja, überlegt mal, so viele Blüten auf einem Haufen. Wenn das alles Tomaten werden, die haben doch keinen Platz, nebeneinander zu wachsen. Wenn das wirklich diese Sorte ist, die ich letztes Jahr hatte, das waren Riesentomaten, die waren so groß wie meine Hand. Ja, okay, das wollte ich euch mal zeigen und einfach fragen, ob jemand von euch schon so einen ähnlichen Fall hatte mit so einer, ja, mistgeborenen Pflanze. Also ich weiß auch nicht, was das mal wird. Das ist auch kein F1 oder so. Nein, das ist eine Sorte. Soll eine Zwergsorte sein, Nibiru. Okay.